Servus Leute, ja, hallo und herzlich willkommen erstmal zum neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal gibt es ein kleines Talk-Video. Ich sitze hier gerade an so ein paar chilligen Baumstämmen, die hier einfach so rumliegen. Ich bin gerade in Mönchengladbach unterwegs, habe noch ein anderes Video gerade eben aufgenommen. Und ja, jetzt möchte ich gerne mal ein kleines Talk-Video machen, und zwar über das Thema Flüchtlinge, wozu ich, werde ich direkt sagen, mich nicht äußern werde. Meine Meinung, finde ich, zählt nicht. Ich möchte gerne eure Meinung mal wissen. Schreibt mir mal einfach eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr das gut? Findet ihr es nicht gut? Findet ihr es gut, dass wie es so momentan ist mit der Situation? Und schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, dann hatte ich noch ein Thema, und zwar geht es sich um das Thema, was jetzt im Moment sich mit Syrien im Moment so abspielt, mit dem IS, mit den Russen, den Türken, den Amerikanern und was weiß ich sonst noch wer. Ich habe jetzt wieder mal gelesen, das ist schon was länger her, aber die USA ihre Atombomben hier, Anzahl in Deutschland hier wieder aufgestockt haben. Ich bin irgendwo in Rheinland-Pfalz oder so. Ja, meine Meinung dazu. Okay, ja gut. Ich sag mal so, ist ziemlich scheiße. Okay, klar, keine Frage. Aber die Sache ist doch einfach nur die. Ich stehe mal kurz auf. Ach, ja, die Sache ist doch einfach nur die. Wird das auf kurzer Zeit hin gut gehen oder nicht? Ich meine, die Amerikaner haben jetzt schon Übungen durchgeführt, also die Fallschirmjäger haben jetzt Übungen durchgeführt in der Nähe von Russland. Die Russen fühlen sich natürlich bedroht dadurch. Ebenso fühlen sich die Russen durch die Türken jetzt bedroht durch den Abschuss des Kampfjets. Die kontern jetzt wollen oder wollen kontern. Ja, ich meine, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Ja. Wenn sie meinen, okay, es gibt zwei Leute, die sogar einen dritten Weltkrieg sozusagen für nicht unmöglich halten. Das wäre einmal der Obama. Und einmal wäre das, ich meine, es wäre ein Russe, Gorbatschow oder Gorbatschow. Ist auf jeden Fall, jetzt meine ich nicht derjenige, der den Wodka erfunden hat. Die beiden halten einen dritten Weltkrieg, einen dritten Atomweltkrieg für sehr wahrscheinlich. Sogar in Europa für sehr wahrscheinlich, weil die Amis ja auch in Europa stationiert sind. Die größte amerikanische Basis in Deutschland und in Europa ist ja nun mal in Rheinland-Pfalz, in Ramstein. Da gibt es sicherlich noch einige andere, die ich jetzt so her gar nicht weiß. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die größte hier in Deutschland und in Europa weit. Ich denke mal, dort sind auch die Atombomben jetzt aufgestockt worden. Ja, ich sag mal so, da wo ich ja wohne, ihr kennt die Situation, ihr kennt die Videos mit den Bunker-Videos, die kennt ihr ja auch. Ich hätte, was einen Atomkrieg angeht, sage ich mal so, keine Chance, mich wirklich zu 100% zu schützen. Ich meine, ihr kennt das Gelände, ihr kennt das Gebiet bei mir, wo ich wohne. Zum Teil denke, hoffe ich auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich wohne. Wenn ja, haltet es bitte geheim, weil muss ja nicht unbedingt sein, dass es rauskommt. Nee, aber ihr wisst, dass bei mir die Engländer stationiert waren mit Flugzeuge etc. pp. Auch Atombomber waren bei mir stationiert, da wo ich wohne. Da gibt es einige Bunker, aber ist die Frage, sind die auch ABC-sicher oder sind die Atombomben sicher? Ja, da stelle ich mir jetzt wieder die Frage, ja oder nein? Also in dem Bunker, den wir da haben auf dem Gelände, der größte ist, da passen knapp 4000 Menschen rein. Und der Ort, wo ich wohne, hat knapp 5000 Einwohner und zusätzlich kommen jetzt noch knapp, ja ich sag mal, 2500 bis 10.000 Flüchtlinge dazu. Und dann wird das nicht hinhauen. Ich glaube zwar, dass es nicht der einzige Bunker ist, wo Leute reinpassen,
auf dem Gelände. Ich war mehrmals da, aber ich habe bisher nur den einen gesehen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Dann wäre es Europa mal wieder Schauplatz eines Krieges und nicht nur da, sondern wahrscheinlich auch dann syrienmäßig durch die Bundeswehr, durch die Amerikaner, durch die Russen, durch die Franzosen. Der IS hat ja schon mit Senfgasangriffen in Europa gedroht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Senfgas ist. Senfgas ist ein ziemlich, ziemlich tödliches Gift. Gas, Entschuldigung. Googelt mal Senfgas und guckt dann mal Bilder, dann wisst ihr, wie scheiße das ist. Ja. Man kann sich da im Grunde genommen kaum vor schützen. Es gibt Ganzkörperschutzanzüge, klar. Oder diese ABC-Schutzmasken, aber die schützen dann auch nur die Lunge und weitere innere Organe. Ja. Was wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil die Augen werden auch dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die Schleimhäute und alles wird in Mitleidenschaft gezogen. Wenn man nur diese ABC-Schutzmaske hat, ist man definitiv schon verloren, weil es setzt sich ja auch auf die Haut ab. Normale Kleidung oder Handtücher, so wie ich jetzt hier zum Beispiel die Jacke anhabe, nützt da überhaupt nichts. Da nützt wirklich nur ein Ganzkörperschutzanzug und ich frage mich, was es bringt. Also die wollen wirklich, ich glaube, die, so wie ich das gelesen habe, die Weltherrschaft haben, der IS. Ja, und da denke ich mir nur, Leute, wieso ist das so schwer? Wieso ist es so schwer, dagegen anzugehen? Ja, ich mir nur gedacht, okay, da kommen wieder die Gesetze ins Spiel und das ist nämlich das Problem. Vor 70 Jahren im Zweiten Weltkrieg haben die Gesetze auch keine Sau gestört, entschuldige für den Ausdruck jetzt, aber hat es auch keine Sau gestört, die Gesetze. Nur jetzt auf einmal stören die Gesetze. Also da stimmt doch irgendwas gewaltig nicht. Da hatte ich unter dem Beitrag gelesen, dass viele drunter geschrieben haben, man sollte denen das Senfgas schicken und die ausrotten lassen wie die Ratten. Ja, sie wollen die Weltherrschaft haben. Das steht ja fest. Oder denken zumindest viele. Ich glaube es auch, dass es so ist. Es wäre ziemlich scheiße auf jeden Fall, weil dann hätten wir definitiv Probleme, wenn es so ist. Wenn die wirklich den Senfgasangriff starten sollten oder Angriffe starten sollten. Ich meine, es wurde angekündigt von denen, dass Paris, was jetzt passiert ist, die Terroranschläge oder der Terroranschlag, nur der Vorbote von dem war, was noch wirklich kommt. Und ich will euch damit jetzt nicht Angst machen, Leute. Ich sehe einfach nur den Tatsachen ins Auge, was passieren kann. Da hätten wir zum einen den Senfgasangriff. Zum einen die Terroranschläge, die in Deutschland angedroht worden sind. Jetzt zuletzt in Dortmund, dann in Hannover, wo das Freundschaftsspiel abgesagt werden musste. Deutschland gegen Niederlande. Dann in Berlin, ich meine in Hamburg wäre auch schon mal was gewesen. Es werden überall in Deutschland Terrorverdächtige festgenommen, was auch meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Die sind eingereist mit einem Asylantenpass, ja, mit Flüchtlingspass. Da frage ich mich wieder, wer hat das alles eingebrockt? Natürlich, wer hat es eingebrockt? Unsere liebe Frau Bundeskanzlerin. Ich glaube, dass die Frau Merkel nicht so ganz den Tatsachen ins Auge sieht und das ist, finde ich, ziemlich scheiße. Die stellt andere Einreisende, einerseits ist es gut für diejenigen, die wirklich Hilfe gebrauchen, aber die Terroristen, die brauchen keine Hilfe, Leute. Die Terroristen können sich selbst helfen. Und da frage ich mich wieder, warum wird denen geholfen, warum werden die nicht schon bei der Einreise so gründlich durchgecheckt und gesagt, okay, das könnte ein Terrorist sein, das könnte ein Terrorist sein. Warum ist das eigentlich so schwer? Kann mir das mal einer sagen? Wieso muss man die erst zu uns reinlassen, dass Terroranschläge passieren? Oder versucht werden, versucht werden, sagen wir mal so. Oh, da kommt gerade ein Hund angelaufen. Na du? Wieso eigentlich? Naja, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir, lasst einen Daumen hoch da. Ja, Leute, nochmal eine kurze Ergänzung zu dem jetzigen Video, was ich gemacht hatte. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich werde nicht meine Meinung dazu äußern. Hab's dann im gewissen Rahmen doch getan, wofür ich mich entschuldigen muss. Aber ich wollte einfach mal ein Video machen, wo man den Tatsachen ins Auge sehen kann, wie es momentan ist. Und das ist einfach so, wie ich es gesagt habe in dem Video. Deswegen wollte ich mich einfach nur nochmal dafür entschuldigen, dass ich das doch gemacht habe.
es war nicht die komplette Meinung, die ich habe, aber zum Teil ein bisschen wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Und ja, was ich dann doch auch noch mal kurz zwischendurch mit einbringen muss, Leute, ich bin kein Rassist, falls ihr das denkt jetzt. Es ist einfach nur meine Meinung oder zum Teil meine Meinung, wie gesagt, nicht alles, aber das ist zum Teil meine Meinung und deswegen bin ich noch lang kein Rassist oder Neonazi oder Nazi oder was weiß ich. Es ist einfach nur so, wie ich es gesagt habe. Es ist einfach nur so. Mehr kann man dazu nicht sagen, Leute. Dann sehen wir uns, würde ich mal sagen, beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, kommen wir jetzt endlich zum Schluss. Dann lasst einen Daumen da, würde mich sehr freuen. Und schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema haltet oder zu den beiden Themen, von den beiden Themen haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.